Schön, dass du da bist. Was uns passieren kann, ist, dass wir als erstes feststellen, oh, ich fühle mich irgendwie blockiert oder ich habe eine Frage, ich habe ein Problem. Und dann kommt als nächstes sofort der Impuls, ich muss was tun, um das zu lösen oder ich muss etwas tun, um zu einer Antwort zu kommen. Und wenn wir Selbstcoaching-Techniken gelernt haben, dann fangen wir an zu sagen, ah, da ist was in mir, das fange ich jetzt an zu heilen oder ich gehe jetzt durch diesen Prozess, um das aufzulösen. Und was passieren kann, ist, manchmal funktioniert es, super, aber manchmal funktioniert es auch nicht. Und du hast das Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Egal, was ich tue, das bleibt immer noch bestehen. Und vielleicht gehst du sogar zu einem Workshop oder zu einem Kurs, suchst dir Unterstützung und immer noch passiert nichts. Dein Coach sagt vielleicht, ja, lass uns schauen, wie du von A nach B kommst. Ich unterstütze dich dabei. Aber es funktioniert nicht. Was ist der Hintergrund? Stell dir vor, du hältst einen Ball mit deiner Hand fest. Und du versuchst, ihn loszulassen. Das Problem ist, gleichzeitig spannen deine Muskeln an. Und du merkst, ich spanne an, unbewusst, aber ich kann nichts dagegen tun. Und je mehr ich versuche, ihn loszulassen, desto starrer wird das Ganze. Und so ähnlich ist das mit dem Lösen von Herausforderungen, die wir haben. Oder ja, mentale oder emotionale Blockaden. Das heißt, ein Anteil in uns denkt, es ist gut, festzuhalten. Und was wir nicht mitbekommen ist, dass dieser Bewusstseinsprozess mitzubekommen, ich halte diesen Ball fest, dass das die eigentliche Lösung ist, dass wir gar nichts tun brauchen. Also was du tun kannst, wenn das nächste Mal passiert, ist dir einfach innerlich zu sagen, oh wow, das kommt in mein Bewusstsein, ne, diese Herausforderung, die ich habe. Das heißt, ich bin schon im Prozess der Veränderung. Es braucht nichts, außer mitzubekommen, was ich mit mir selbst mache. Das ist so ein bisschen so wie, stell dir vor, du hast einen Hammer, und du haust ihn dir selbst gegen den Kopf und du hast die ganze Zeit Kopfschmerzen. Und irgendwann bekommst du mit, oh, ich habe diesen Hammer, ich hau mir gegen den Kopf. Allein, dass das Bewusstsein darüber entsteht, wird dazu führen, dass die Veränderung von alleine stattfindet. Weil dann wirst du dich fragen, ist das eigentlich hilfreich, was ich hier mache? Und im nächsten Moment wirst du aufhören, dir mit dem Hammer gegen den Kopf zu hauen. Solange du das nicht bewusst mitbekommst, dass du der Hammer ist und du das selber machst, hast du nie die Kopfschmerzen und fragst dich, was kann ich tun? Warum habe ich immer Kopfschmerzen? Es tut so weh. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich muss irgendwas tun, um keine Kopfschmerzen mehr zu haben. Vielleicht sollte ich eine Kopfschmerztablette nehmen. Vielleicht sollte ich zum Arzt gehen. Und das ist eben der Punkt. Nichts tun, sondern einfach dich entspannen oder dich hinsetzen und schauen, was mache ich eigentlich unbewusst? Was ist das, was ich selber wahrscheinlich kreiere, was mir nicht gut tut? Das Loslassen, das Aufhören mit dem, was uns nicht gut tut, passiert dann eben von alleine. Und oft ist es so, dass es einen Anteil in uns gibt, der denkt, dass das Ganze hilfreich ist. Das heißt, der ist eben auch unbewusst, aber er versucht, etwas Gutes dir zu tun. Auch wenn es ein bisschen doof klingt und auch wenn es nicht wirklich funktioniert. Aber vielleicht war es irgendwann mal hilfreich, den Hammer gegen den Kopf zu hauen, um etwas anderes, Schlimmeres zu verhindern. Es kann zum Beispiel sein, dass Angst da ist, attackiert zu werden. Und dann attackieren wir uns selbst lieber, weil dann fühlen wir uns schon doof und dann kann uns nichts mehr passieren. Das ist die Logik, die in unser inneres Kind oder unser innerer Beschützer manchmal hat. Und das macht keinen Sinn, das ist klar, ist dir klar, ist mir klar, aber dem inneren Kind ist es nicht unbedingt klar. Und deswegen ist es so wichtig, dass Bewusstsein entsteht, dass wir einfach mitbekommen, was sich unbewusst abspielt, was reale Auswirkungen für uns hat. Und wenn wir in den Dialog gehen mit unserem inneren Kind, mit unserem inneren Beschützer und fragen so, hey, warum machst du das überhaupt? Warum haust du mit dem Hammer gegen meinen Kopf? Das tut weh. Sagt das innere Kind vielleicht, das mache ich damit XY. Und plötzlich verstehst du es und merkst, ah, okay, das macht Sinn. Und das war vor 20 Jahren mal wichtig, aber jetzt ja nicht mehr. Und kannst du bitte damit aufhören? Du brauchst das nicht tun. Und wenn dieser Anteil in dir dann mitbekommt, oh, es ist sicher, damit aufzuhören, dann kann dieses Verhalten von alleine aufhören. Die Herausforderung ist jetzt, das, was wir oft machen, ist, dass wir denken, dieser Anteil in mir ist schuld. Wenn der nicht wäre, dann hätte ich keine Kopfschmerzen. Wie kann ich den loswerden? Und dadurch werden die Kopfschmerzen meistens stärker, weil dieser Anteil sich dann nicht geliebt fühlt und umso stärker um deine Aufmerksamkeit kämpft. Und das geht natürlich super durch stärkere Schläge gegen den Kopf. Deswegen, ja, falls du in so einem Prozess steckst oder merkst, irgendwo geht es nicht weiter,
ich stecke fest, da ist eine Veränderung in mir, die stattfinden will. Und ich bekomme mit, dass ich, ja, dass ich irgendwie nicht weiter weiß und dass ich nach Antworten suche, dass ich versuche, was zu verändern, aber gleichzeitig kämpfe ich auch dagegen. Herzliche Einladung, ins entweder Authentic Empowerment Network zu kommen. Das ist meine, dann sagen, Selbstcoaching-Ausbildung und auch Community, wo es einfach darum geht, du selbst zu sein und Tools an die Hand zu bekommen, die wirklich funktionieren, um zu mehr Entspannung, Leichtigkeit, Lebensfreude, Liebe, Frieden zu kommen. Oder auch von Herzen gern, ich liebe 1:1-Sessions, also Menschen zu unterstützen, dann im 1:1 Zoom-Meeting, während ich vielleicht im Wald sitze. Da schau einfach die beiden Links unter dem Video an. Schön, dass es dich gibt und schreib gerne in die Kommentare, falls es Fragen gibt oder ob du das, ja, wenn du es nachvollziehen kannst mit dem Ball oder auch mit dem Hammer, den du dir unbewusst vielleicht gegen den Kopf haust. Schön, dass es dich gibt und herzliche Grüße.